Wie ist eigentlich von deinem gerechten Innsbruck heute mit einer sehr eigenartigen Verkehrsgeschichte? Ja, wir sind da herunten auf der Hallerstraße und da war jahrelang war das doppelspurig und irgendwann wurde dann da eine Sperrlinie gezogen, wo praktisch die Fahrbahn verengt wurde, nicht halbiert, aber verengt. Jetzt haben wir uns gedacht gehabt, nachdem es für die Betriebe da im Hintergrund oft recht gefährlich ist, auszufahren, dass man vielleicht diese Sperrlinie wegtun könnte, dann könnten die Autos bis da am Rand fahren und man kann da drüben gefahrlos einbiegen bzw. abbiegen. Dann haben wir bei der Stadt nachgefragt, beim Amt für Verkehr und Umwelt, und die haben gesagt, eine sehr gute Idee, sie werden sich erkundigen, ob das möglich ist. Und stellt euch vor, eine Woche später haben wir da gefragt, es ist nicht möglich, weil mittlerweile die Stadt selber mit dem Land in Verhandlung ist, dass das alles begrünt werden soll. Dass man da den Grünstreifen da um ein paar Meter ausgezieht. Jetzt muss man sich das einmal vorstellen. Am Bozenplatz, wo wir es grün haben, wird es zugepflastert. Und da, wo wir auch Straßen haben, will die Verantwortliche, das wird die Uschi Schwarzl sein, wissen wir eh, da auf einmal einen Grünstreifen ausgezieht. Wir haben einen Verkehrsausschuss, da weiß kein Mensch etwas davon. Liebe Vorsitzende, Frau Marielle Lutz von der ÖVP, jetzt wisst ihr es. Jetzt glaube ich, ist höchste Zeit, dass ihr euch einmal auch einschaltet, weil es kann ja nicht sein, dass diese Dame, diese hoffentlich bald Abgewählte, immer im Alleingang alles macht und mir erst ist der Frau, wenn das Ganze dann schon durchgezogen ist. Also da einen Grünstreifen anstelle der Hallerstraße an Dummheit nicht zu überbieten. Wir halten euch jedenfalls am Laufenden, wie diese eigenartige Geschichte dann weitergeht. Macht es gut, Servus Innsbruck und Servus Tirol.